willkommen heute zu SAP TV am zweiten Adventswochenende. Heute werde ich mit euch backen. Zwischendurch gibt es immer wieder mal Aktivitäten vom Backen, aber natürlich auch die wichtigsten Nachrichten hier vom SAP. Gebacken wird heute erstmal Spritzgebäck. Wenn die Zeit von daher gehabt, wäre schon die zweite Sorte. Und mal gucken. Die Zutaten stehen alle hier für euch bereit. Mehl, Zucker, Ei und was das Herz begehrt. Und ich würde erstmal sagen, hier kommen die Ergebnisse vom Wochenende und wir sehen uns gleich wieder. So, für das Spritzgebäck benötigen wir Mehl, 350 Gramm. Wir benötigen 3 Eigelb, ein ganzes Ei, eine Packung mit den Mandeln und noch ein bisschen Zucker von 200 Gramm. Und das Ganze wird dann zu einem Teig verrührt. Wie das aussieht, seht ihr gleich. Und hier noch die Ergebnisse. Die Bambinis verlieren leider 2:1 bei DSC 99. SFG F-Jugend verliert 4:5 zu Hause gegen Polizei SV. Die E1 als Meister der Gruppe 15, schon letzte Woche bekannt, verliert leider 2:0 bei Benrath Hassels. Trotzdem war das super Leistung von denen bei den widrigen Verhältnissen. Das Spiel der D-Jugend musste krankheitsbedingt leider verschoben werden. Wir hoffen auf Zusage vom Staffelleiter, dass das Spiel gegen MSV Düsseldorf nachgeholt werden kann. Ansonsten seht ihr gleich mal den ersten Backvorgang und dann kommen noch die weiteren Nachrichten. Bis gleich. So, das erste Blech ist fertig. Geht jetzt in den Backofen rein. Mal gucken, wie das so in 10 bis 12 Minuten aussieht. Und dann schauen wir mal. Backofen ist vorgeheizt. Und rein damit. Und wir warten ab. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, was die Plätzchen machen. Und ich würde sagen, die sehen richtig gut aus. Und holen wir jetzt mal aus dem Backofen raus. Und dann mal schauen. Möchten Sie Werbepartner in unserem Film werden? Gerne stellen wir Ihnen eine Zeit am Ende des Films zur Verfügung. Bei Interesse bitte melden an fußball@sfd.de. Auch das SFD-Plätzchen kommt jetzt in den Backofen rein und dann mal schauen, wie es in 10 Minuten aussieht. Wir suchen dich, wir suchen Trainer. Hast du Lust auf Fußball mit Kindern? Dann melde dich unter fußball@sfd.de. Und hier noch die Vorankündigung für die nächste Woche. Bambini, F-Jugend und die E-Jugend, die haben jetzt Weihnachtsferien und die D-Jugend spielt nächste Woche Samstag zu Hause um 14 Uhr gegen die erste Düsseldorfer Fußballschule. Wir drücken der D-Jugend die Daumen und den anderen natürlich schöne Ferien und die sehen wir dann im, ich denke mal, Februar wieder. Bis dann. So, wir sind fertig geworden mit der letzten Ladung an Plätzchen. Hier kommen die SFD-Plätzchen raus. Ja, das Spiegel verkehrt, weil ich mich selber filmen muss. Kameramann ist leider nicht zur Hand, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Backsendung mit mir heute am zweiten Adventswochenende. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. In der nächsten Folge am dritten Advent gibt es ein kleines Special über einen Jahresrückblick von 2016. Ansonsten dürft ihr diesen Beitrag gerne liken und weiter teilen oder auch meinen Kanal auf YouTube weiter abonnieren, aber auch weiterempfehlen. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bis nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.